Der Juli ist da. Ja, und jetzt mal wieder ein kurzes, aber auch praktisches Video. Ja, man nehme eine Eisensäge. Man nehme das Abflussrohr einer Dachrinne und säge das so ab, damit es nicht in das Wasser taucht, welches sich in einer runden Regentonne befindet. Ja, man nehme einen Gerätestock aus Hartholz, so wie dieser hier. Gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euro. Man kann allerdings auch Alternativen bevorzugen, zum Beispiel Ruten, die man sich selber baut, jetzt aus irgendwelchen jungen Bäumchen. Die wachsen noch ziemlich gerade. Von daher kann man sowas auch nehmen. Braucht man halt zum Umrühren, ne? Man steckt ja das dann rein. Die Zeit. Ja, es gibt eine Zeit, in der man das machen sollte. Vorzugsweise früh vor Sonnenaufgang. Ja, ist jetzt im Sommer immer ein bisschen problematisch, weil ja Sonnenaufgang sehr früh ist, ne? So 4 Uhr und irgendwas Mitte 50. Ja, aber man kann ja danach wieder ins Bett gehen. Also stellt man sich den Wecker um die Zeit. Und das dauert ja hier auch nur eine Viertelstunde oder so. Und das Ganze nennt sich Tonsingen. Genau. Und dafür braucht man eigentlich, außer jetzt Regenwasser, noch Ton. Ja. Oder halt Tonschlick. Zum Beispiel so ein Zeug, wie sich das jetzt bei mir im Naturteich gebildet hat. Ne? Aus dem lehmhaltigen Sand, den ich dort eingebracht habe. Ich habe mich verletzt. Ja. Ja, kann schon ganz schön scharf sein, so eine olle Kante hier. Ja. Hab's ja gar nicht gemerkt. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, in so einem Teich findet man das jetzt zum Beispiel. Da kann man eine Handvoll rausnehmen, die hier früh, kurz vor Sonnenaufgang, hier reinbatschen. Ja, und dann rührt man. So, ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. Ich nehme jetzt mal die Kamera hier in den Mund. Ah, mit der linken Hand hier oben und die rechte hier unten. So, das war jetzt links rum. Wenn man das Ganze jetzt rechts rum dreht, was man ja auch machen soll, dann wandert die linke Hand am Stock nach unten und die rechte nach oben. Ja, und lass mich jetzt lügen, aber man muss dabei die Tonleiter singen. Wenn man jetzt links rum rührt, links ist nehmen. Ja, also ich schätze jetzt mal, wenn man links dreht, die Tonleiter runter und beim Rechtsdrehen die Tonleiter rauf. Ja, und das macht man ja halt eine Viertelstunde lang. Das sogenannte Tonsingen. Ja, weiterführende Informationen kriegt ihr bei Herrn Jörg Schauberger, ist der Enkel vom Viktor Schauberger, und der hat diesen alten Brauch überliefert, den alten Brauch der Bauern von damals. So, zieht euch das mal rein, lest mal ein bisschen Schauberger und dann könnt ihr das auch machen. Wenn das fertig ist, also wenn dann die Sonne aufgeht und das ist fertig, dann könnt ihr das auf eurem Beeten ausbringen. Das ist gut fürs Pflanzenwachstum.
So, da ich halt nicht so ein guter Redner bin, wenn es um bestimmte Sachen geht, habe ich mir jetzt nochmal einen Text zu der Sache ausgedruckt. Ja? Ja, mit Stichpunkten quatscht sich manchmal doch ein bisschen besser. So, ja, dass dieses Verfahren des Tonsingens ja schon uralt ist, wissen wir nun. Und was wir noch nie wissen, ist, es dient der Regenerierung der Bodenhaut. Das ist halt ein Gebrauch aus der Naturreligion unserer Vorfahren. Ja, und dann, ja, man kann jetzt auch einen hölzernen Löffel dafür nehmen, aber wie gesagt, ich nehme so ein Hartholz-Geräte-Stock sozusagen, macht sich am besten damit. So, das mit der Tonleiter, das hatte ich soweit richtig gesagt. Da war ich mir ja nicht ganz sicher. Ja, und ich will jetzt einfach nochmal den alten Viktor Schauberger zitieren. Der da nämlich geschrieben hat, durch Gärungsprozesse unter Lichtabschluss im abkühlenden Wasser wurden die Atmungsstoffe, die durch das schreiende Singen auf die Wasseroberfläche gedrückt wurden, gebunden. Guter Ton enthält Aluminium, das durch dieses unter Gesang vor sich gehende Rühren frei und zugleich in feinster Dosierung gebunden wurde. Früh morgens dann führte der Altbauer die Bottiche aufs Feld. Er nahm einen festen Palmbusch und besprengte das frisch geeckte Feld, wie der Pfarrer die Christgläubigen mit dem Weihwedel. Der Bauer erreichte damit die Möglichkeit, dass das Aluminium in feinster Dosierung am Acker zurückblieb und prompt die Schutzhaut aufbaute, die wir an jedem Aluminiumgeschirr wahrnehmen können. Fällt auf dieses Aluminium warmer Regen, so bildet sich ähnlich wie wenn man ein Aluminiumgeschirr mit Sublimate bestreicht, ein schneeweißer, grasbüschelartiger Zerfall, wodurch eine noch stärkere Spannung entsteht. Ja, und um diese gewisse Spannung geht es. Ne? Das ist so. Man kann sagen, ja, eine Diffusionsschicht, eine schützende Diffusionsschicht. Ja, ich hätte da noch eine kleine Ausführung zu. Eine weitere Möglichkeit der Oberflächenpräparierung besteht darin, jetzt in das Wasser in der Tonne Hornspäne und feinst zerlegtes Kupfer einzugeben. Also das Kupfer, das muss so fein sein, dass es schon wie Staub ist. So. Und das verrührt man genauso in dem Wasser wie den Ton oder den Lehm. Ja. Da braucht man allerdings noch ein kohlensäurebindendes Mittel. Ne? Ja, und der Vorgang muss, eben unter Lichtabschluss stattfinden. Also, am besten nachts, also mitternachts. Ja. Naja, und damit kann man dann auch den Boden behandeln, ne? Und solche Böden bleiben selbst in trockenster Jahreszeit kühl und feucht. Ja. Und ja, den Mehrertrag hat Schauberger damals schon mit 30% angegeben. Ja, durch Pflege dieser Hautatmung. Also wie gesagt, für mich ist es ja auch Neuland, also ich trage dieses Wissen schon Ewigkeit mit mir rum, also 6 Jahre sind schon eine halbe Ewigkeit für mich. Ja, und jetzt habe ich die Chance, das mal diese Theorie mal wirklich in die Praxis umzusetzen und ja, mich dann hoffentlich danach zu freuen. Und ja, Wissen zu pflegen ist ja die eine Sache, Wissen zu benutzen die andere und vor allen Dingen das Vorleben. Ja? Ich möchte ja schon gerne Wissen unter die Leute bringen, ja, dass ich selber getestet habe und vor allen Dingen der Austausch ist mir auch wichtig. Also wenn einer von euch Perma-Leuten sich mit dieser Tonsingen-Sache mal näher beschäftigen will, dann sagt mir einfach Bescheid, dann können wir ja unsere Erfahrungen austauschen. So, in dem Sinne.
Na, und jetzt ausschalten.